Wie die Ostsee-Zeitung berichtet, wurde unweit von Sassnitz eine ausgesetzte Mischlingshündin gefunden, die ein Paket verschnürt und in einen Plastikbeutel gestopft. Zwei Spaziergänger hatten den misshandelten Hund entdeckt. Sie berichten bei Facebook, er war komplett umwickelt, auch der Kopf. Und mehrmals zugeschnürt, alles, sie brachten das arme Kerlchen schnell zu einem Tierarzt. Erst dort wurde klar, wie schlimm es verletzt ist, besonders innerlich. Darm und Gebärmutter waren kaputt. Eine Notoperation rettete schließlich das Leben der Hündin. Ein Glück, dass die Passanten das arme Tier fanden. Denn lange hätte es nicht mehr durchgehalten. Die gute Nachricht, nachdem die Tierarztpraxis via Facebook auf den Fall aufmerksam machte, haben sie CH sofort die ersten Interessenten für ein neues Zuhause gemeldet. Anzeige wegen Tierquälerei ist erstattet, im Moment muss die kleine Maus erstmal wieder auf die Beine kommen, wir werden sie noch nicht vermitteln, wenn es soweit ist, geben wir Bescheid, heißt es in dem Beitrag.